Vor 250 Millionen Jahren bevölkerten Dinosaurier die Erde. Als König der Dinosaurier herrschte Tyrannosaurus Rex, bis seine Naturgewalt die Herrschaft enden ließ. Jedes Lebewesen auf der Erde ist geboren, um auch einmal gehen zu müssen. Auch die Ära Mensch wird einmal ein Ende finden. Alles ist vergänglich. So begann ein Vater mit seiner Frau und Baby die Mission, ein Mahnmal der Vergänglichkeit zu erschaffen. Planung, 3 Monate Bauzeit und 4500 Schrauben später ist es vollbracht. FAGUS REX erblickt das Licht der Welt.